Der irische Regierungschef Leo Varadkar hält es für unwahrscheinlich, dass das Vereinigte Königreich ohne vorherige Einigung aus der Europäischen Union scheidet. Bei einer Veranstaltung in Belfast betonte er aber auch, beide Seiten hätten noch Arbeit vor sich, um ein Abkommen zu erreichen und müssten sich gleichwohl für den Fall einer ungeregelten Scheidung rüsten. Ich will darüber derzeit nicht zu viel sagen, aber ich glaube, es ist unwahrscheinlich, dass das Vereinigte Königreich die Europäische Union am 29. März ohne Abkommen verlässt. Ich glaube, dass es entweder eine Einigung oder eine Verlängerung geben wird, so Varadkar. Die Grenzregelung zwischen der Republik Irland und Nordirland ist einer der strittigen Punkte in den Verhandlungen.